Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Vlog. Ich bin heute hier und möchte den Hüstener Freiheitsweg laufen. Hüstener Freiheitsweg, der fängt hier in der Kirche an. Und die Auskunft gibt es ja an der Post bei Hüsten. Aber das gibt es auch in dem Buch. Das Buch habe ich, eine Minute hier. Und danach will ich jetzt gehen. Deswegen viel Spaß. Tschüss. Ich gehe jetzt gerade hier durch den Kirchgarten oder den Kreuzgang. Und kleine Informationen zu dem Weg. Es dauert ungefähr 4,5 Stunden, der Weg. Der ist 18 Kilometer lang. Und circa 150 Meter Höhentiefe, Höhenmeter. Werde ich gehen. Ich bin allein unterwegs, da meine Frau im ersten Monat schwanger ist. Deswegen werde ich wahrscheinlich dieses Jahr komplett alleine gehen. Weil wenn sie schwanger ist, wird sie wahrscheinlich nicht viel wandern können. Und das Zeichen von dem Wanderweg ist hier das H. Und dann werde ich mal schauen, was es hier zu sehen gibt. Ich soll natürlich für meine Frau ein paar Fotos machen, werde ich auch gleich machen, wenn ich was Schönes sehe. Ja. Und dann geht es jetzt gleich am Anfang hier lang. Da ist auch das Haar gekennzeichnet. Den Weg kennt meine Frau auch schon. Also den Freiheitsweg sind wir noch nicht komplett gegangen. Also immer so kleine Stücke von dem Weg kennen wir, aber die schon öfters lang gegangen sind. Deswegen mal gucken, was ich noch Schönes sehe, wo ich Foto machen kann und was ich filmen kann. Denn viel Spaß beim Video. Bis dann. Und es ist 10.30 Uhr, bin ich losgegangen. Das wollte ich auch nochmal sagen. Dann kann ich ja genau schauen, wie lange ich gebraucht habe für die Strecke. Gut. Und meine Schuhe sind kaputt. So ein Mist. Ich brauche neue Schuhe. Normal halten bei mir immer so die Wanderschuhe 2 Jahre. Die habe ich vorletztes Jahr, zu Weihnachten geschenkt bekommen. Die sind jetzt schon durchgelaufen. Okay, so viel gewandert wie letztes Jahr bin ich auch wirklich noch gar nicht. Also ich wandere schon immer so ein bisschen oder fahre viel Fahrrad, eins von den beiden. Aber letztes Jahr bin ich wirklich viel gewandert. Und ja, deswegen Schuhe kaputt. Brauche neue Schuhe, haben nur 1 Jahr gehalten. Heftig. Sind allerdings auch preiswerte Schuhe von Deichmann, die Land Rover. Ja, das sagt ja schon alles, ne? Gibt es zwar auch gute von Land Rover, aber ich habe halt die Preiswerte geholt für 30 Euro. Und die Preiswerte habe ich auch geschenkt gekriegt, genau die gleichen, die ich vorher auch hatte. Weil mir gefallen die Schuhe halt, sind sehr bequem für mich jetzt. Kumpel von mir hat sich die geholt, weil ich gesagt habe, ich finde die richtig gut. Der findet die total scheiße, kann damit nicht drin laufen. Aber ist halt so, ne? Der eine findet das besser, der andere das besser. Der eine kann damit besser laufen, der andere damit. Boah, und warm ist es heute. Eigentlich, laut Thermometer, oh, rutschig, sind es nur, was war das, 15 Grad? Aber viel wärmer, gefühlt 30 Grad, ich weiß nicht. Gut, die Batterie ist auch schon wieder leer, scheiße. Ich habe nur noch 2 Ersatzbatterien. Die anderen habe ich noch nicht aufgeladen. Schande über mein Haupt. Na dann, bis später. Tschüss.
Hier geht es einmal kurz an den Strebergärten vorbei. Allerdings jetzt so hier noch im Winter, oder? Ist heute schon Frühling, Frühlingsanfang? 21. Februar? Ich glaube, Frühlingsanfang ist heute, ne? Da ist noch nicht so viel zu sehen. Ich denke mal, sonst könnte man hier sehr viel sehen. Hier war ich und meine Frau auch noch nicht. Deswegen habe ich hier gerade Foto gemacht. Erstmal jetzt hier. Gärten sind noch nicht fertig. Also dann, bis später. Das Doofe ist nur, wenn es abends ist, wenn, glaube ich, die Türen abgeschlossen waren, Strebergarten, dann kann man ja gar nicht mehr den Rundweg gehen. Also nicht den originalen. Man müsste doch da eigentlich so einen Umweg dann reinschreiben, oder? Ich weiß es nicht. Weil da waren auch Türen, die man abschließen kann. Deswegen denke ich, die werden abends abgeschlossen. Naja, egal, was soll's. Gehen wir weiter den Weg und werden mal weiter schauen. Da war ich gerade erschrocken. Da waren gerade zwei Hunde. Die kamen mir auf einmal entgegengerannt. Ich habe da keinen gesehen, der dazugehört. Gela. Schock. Ich würde da schön gerade was filmen. Auf einmal kommen die um die Ecke gerannt. Boah. Naja, egal. Bis gleich. Richtig cool, da hinten beim R-Café, da ist ein Schild und der zeigt an, wie viele Fahrräder am Tag vorbeigefahren sind und schon dieses Jahr. Und gerade stand da 850, jetzt ist es wahrscheinlich 852, 853. Ob das so stimmt? Keine Ahnung, aber ist cool. Und da waren gerade ein paar
Kajakfahrer unterwegs. Aber voll heute hier. Meine Güte, so viele Leute. Schönes Wetter. Lockdown, man kann nirgendwo anders hin. Naja, bis später. So Leute, ich mache jetzt meine erste kleine Pause. Es ging gerade nur berghoch. Durst, Essen. Und ja, ich werde mal sagen, der Weg bislang ist ganz gut. Nur, was halt die ganze Zeit nervt, ist die Autobahn. Man hört hier die ganze Zeit die Autobahn. Seit dem Rumbecker Holz. Ich höre sie jetzt immer noch. Hallo. Ja. Schnell was essen. Und dann geht's weiter. Bin jetzt gerade 3 Stunden unterwegs. Also es passt. In der Zeit. Bin gut in der Zeit. Aber das Wichtige ist ja nicht das Wandern, das Ziel, sondern das Wandern. Sprich, was man unterwegs alles sieht, freundliche Leute sieht. Ja. Jetzt bin ich mal hier an einer Bank angekommen, die nicht besetzt ist. Deshalb habe ich mir gedacht, ich setze mich jetzt hier hin, esse und trinke was, weil die ganze Zeit unterwegs war immer alles voll gewesen. Katastrophe. Aber man bedenkt, letzte Woche war noch 1/2 Meter hoher Schnee hier und jetzt kein Schnee mehr, nur ab und zu kleine Haufen, wo es aufgeschüttet worden ist. Super, ich bin am Schwitzen wie sonst was. Gleich duschen gehen. Gut, dann geht es gleich weiter. Viel Spaß.
so, ich bin jetzt wieder zurück am Hüstener Freiheitsweg, am Startpunkt, also die Kirche. Es ist 14.43 Uhr. Ich habe also 4 Stunden und 13 Minuten ungefähr gebraucht. Ich habe da 10 Minuten Pause noch gemacht zwischendurch einmal. Aber ja, der Weg ist mäßig schwer, wie es auch drinnen steht. Gibt es sehr schöne Stellen dort zu sehen. Allerdings die Autobahn. Über die Hälfte der Strecke habe ich die Autobahn gehört und das nervt ganz schön. Also das war's für heute mit dem Hüstener Freiheitsweg. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao.